Wie wir alle wissen, der Kunde ist heute ein flüchtiges Gut. Das wissen auch die Winzer. Die Zeiten, in denen Menschen ein Leben lang Wein bei ihrem Winzer kauften, sind vorbei. Wie ist das denn im Handel und wie sieht das aus, mit der Neukundengewinnung? Hier ist Wein mal eins, der Wein- und Genuss-Podcast der VRM mit neuen spannenden Themen rund um den Wein. Warum ist die Herkunft eines Weins wichtig? Was passiert eigentlich in einem Weinlabor? Wein und veredelter Käse, ein Traumpaar. Nicht vergessen, jeden Freitag 16 Uhr einschalten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich will heute mal mit einer rhetorischen Frage starten. Und zwar, René, wo kaufst du eigentlich deinen Wein ein? Ich mache mir es jetzt einfach und antworte mal so wie in der allerersten Folge der ersten Staffel unseres Podcasts. Ich habe gerade so ein Déjà-vu. Da, wo du ihn auch kaufst, nämlich bei den Winzern. Überwiegend. Das ist richtig. Damit habe ich nämlich auch gerechnet in dieser Antwort. Aber in dieser Folge wollen wir mal den Blick auf eine andere Quelle lenken, bei der man sich ebenfalls bestens mit guten Weinen eindecken kann, nämlich dem Fachhandel. Ja, die meisten Menschen kaufen ihren Wein ja im Supermarkt, aber vielleicht geht der eine oder andere nach dieser Folge dann doch mal lieber zum Weinhändler. Das werden wir sehen, aber auf jeden Fall haben wir heute mal wieder einen interessanten Studiogast eingeladen, der profund etwas zum Thema sagen kann. Genauer gesagt ist es eine Gästin. Stimmt. Und jetzt seid ihr mal der Ohrenzeugen geworden, liebe Hörerinnen und Hörer, wie präzise der Weinentdecker bei seinen Formulierungen ist, dieser Pedant. Ne, das gehört einfach so. Du bist da ein Banause, aber mal was ganz anderes. Weißt du eigentlich, seit wann Wein gehandelt wird? Nö, aber wie ich dich kenne, wirst es mir und den Millionen und Abermillionen draußen im Netz, die uns überall in der Welt lauschen, gleich sagen. Richtig. Seit etwa 1000 vor Christus. Beweggrund war damals wie heute die Tatsache, dass Wein auch außerhalb der Weinanbaugebiete getrunken wird. Allerdings wurde der Wein damals nicht flaschenweise verkauft, sondern in Amphoren oder später dann in Fässern. Und die Glasflasche kam bei der Weinabfüllung und im Handel erst im 17. Jahrhundert ins Spiel. Richtig, und es kommt noch was hinzu. Ende des 17. Jahrhunderts wurde der Korken als Verschluss von Weinflaschen sozusagen in Anführungszeichen erfunden. Besser gesagt, wohl eher entwickelt. Damit konnte der Wein dann in einen chemisch neutrales Behältnis gefüllt werden, nämlich die Glasflasche. Der Korken sorgte zwar für einen auslaufsicheren Verschluss, aber der Wein konnte dennoch durch die feine Struktur des Naturprodukts Kork auf der Flasche nachreifen. Ja, also dass der Wein in Glasflaschen gefüllt wird, ist schon eine gute Sache, denn zuvor wurde da allerhand Zeug zugefügt, damit der Wein nicht den Geschmack von Fass, Bottich oder anderen Behältnissen, in die er früher gefüllt wurde und gehandelt wurde, annimmt. Oft wurde er dazu geharzt, gezuckert oder verdünnt. Wie ein geharzter Wein schmeckt, kann man heute noch beim griechischen Rezina testen. Also ich persönlich weiß nicht, wie dir es geht. Nein. Also ich mag Rezina ja sehr, aber hier gilt love it or leave it. Also entweder man liebt das oder man hasst das. So zwischendrin gibt es eigentlich nichts, denn der Geschmack ist für manche schon arg extrem. Aber kommen wir zurück zur Glasflasche. Die hat den Weingeschmack, so wie wir ihn heute kennen, eigentlich erst möglich gemacht. Das stimmt, aber Obacht, junger Freund, die Weinflaschen im 17. Jahrhundert sind mit denen heute nicht zu vergleichen. Die Flaschen waren damals so wie ihr oder so wie du, ziemlich bauchig. Erst im Laufe der Zeit entwickelte sich heute noch die gebräuchliche zylindrische Form. Und früher waren das alles handgemachte und mundgeblasene Flaschen. Das heißt, die sahen auch nicht alle exakt gleich aus. Die maschinelle Flaschenherstellung begann erst Ende des 19. Jahrhunderts. Ja, und dass die Flaschen heute industriell hergestellt werden, bedeutet aber nicht, dass sie wirklich alle exakt gleich aussehen. Bei uns in Deutschland sind die schlanken Schlägelflaschen sehr gebräuchlich. In manchen Regionen gesellen sich auch noch spezielle Formen hinzu. Ich denke da jetzt mal an den fränkischen Boxbeutel, an die Rheingauflöte oder die Sachsenkeule. Ja, Sachsenkeule ist echt ein tolles Wort, oder? Ja. Natürlich haben bei uns mittlerweile auch Bordeaux- und Burgunderflaschen Einzug gehalten, nur mal so am Rande. Jetzt haben wir ganz viel über die Flaschen schon geredet, aber eigentlich geht es heute doch eher um das Thema Weinfachhandel. Das ist richtig, mein Lieber. Dazu kommen wir jetzt auch, denn wir haben einen Studiogast, der sich nicht nur bestens mit Flaschen auskennt, sondern vor allem mit deren Inhalt und vor allem damit, wie man beides gut verkauft. Herzlich willkommen, Simone Häuser vom Weinkontor Wiesbaden. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Frau Häuser, stellen Sie sich und Ihren Fachhandel unseren Hörerinnen und Hörern doch kurz vor. Wie und wann sind Sie auf die Idee gekommen, einen Weinhandel zu eröffnen?
Also wir haben das Weinkontor Wiesbaden. Ich sage wir, weil mein Mann und ich dieses Geschäft führen. Auf der Taunusstraße in Wiesbaden. Begonnen hat es eigentlich alles in den 90er Jahren. Hatte mein Mann in Marburg einen Weinfachhandel geöffnet. Mhm. Ich habe in Marburg Kunstgeschichte studiert. Während meines Studiums schon in Kneipen gearbeitet. Später dann gerne bei dem Weinhändler meines Vertrauens Wein eingekauft. Und dort ein Job angeboten bekommen und nach dem Ende meines Studiums habe ich festgestellt, Kunstgeschichte ist schön, es ist auch viel Kulturgut und ich setze das im Weinfachhandel um und dann haben wir damals überlegt, dass ein zweites Standbein ja sicherlich hilfreich ist und dann habe ich überlegt, dass wir natürlich in meiner Geburtsstadt Wiesbaden, meiner alten Heimat, noch ein neues Geschäft suchen und dann hat sich das so entwickelt. Klingt spannend. Und die beiden Standorte haben Sie heute noch mal? Marburg haben wir nicht mehr. Okay. Das wird heute noch, werden unsere Stammkunden noch beliefert. Das heißt, wir fahren wöchentlich mit dem Auto nach Marburg und ja, das ist Service. Sag ich mal, treue Stammklientel und die bestellen und bekommen es dann nach Hause geliefert. Mittagessen wahrscheinlich beim Stammitaliener in Marburg, oder? So ähnlich kann ich mir das vorstellen. Genau. Oder? Ja, wie ist das denn so am Start? Aller Anfang ist bekanntlich schwer. Wie war das denn bei Ihnen 90er Jahre? Also Sie blicken ja jetzt wahrscheinlich auf 30 Jahre oder mehr zurück. Was war denn so das Schwierigste am Anfang? Wir haben das Geschäft vor 17 Jahren geöffnet, auch weil natürlich viele Freunde aus Wiesbaden und im Umfeld nach Marburg zum Einkaufen kamen und sagten, so eine Art Weinhandel gibt es in Wiesbaden nicht. Mhm. Und das Schwierigste war eigentlich, die Geduld zu haben, auf die Kunden zu warten, dass sie sich irgendwann bei uns einfinden, weil es ja stationär ist. Das waren noch nicht die Zeiten, wo man mit Social Media große Werbung machen konnten. Und das war die Geduld war das Schwierigste. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und die Kunden sind das eine, das andere ist aber der Stoff, den man verkauft, die Ware. Wie kommen sie daran? Woher kommen die? Wie kommen zu den Winzern oder kommen die auch zu ihnen? Wie muss man sich das vorstellen? Grundsätzlich kommen wir erstmal zu den Winzern. Man liest Literatur, besucht Messen, hat Empfehlungen von Kollegen, probiert die Weine, spricht mit den Weingütern. Heutzutage kommen auch viele Weingüter auf einen selber zu, weil man ein etablierter Fachhandel in der Stadt ist und man gerne dort vertreten sein möchte. Ja. Ein Renommee, schön. Ein wenig, ja. So gibt es viele Wege, wie man an den Wein kommen kann. Letztendlich traditionell aus den Zeiten, als der deutsche Wein noch nicht so großes Renommee hatte und viele der Kunden im europäischen Ausland Urlaub gemacht haben, haben wir halt klassisch weiterhin die Weine aus Österreich, Italien, Spanien, Frankreich, Spanien im Sortiment. Ja, Österreich ist eh ein gutes Thema, weil ich finde persönlich, trinke sehr gerne österreichische Weine, aber sie sind tatsächlich manchmal schwierig zu bekommen. Und wenn man die jetzt bestellt, wundert man sich manchmal, was man für Transportkosten da hat aus Österreich. Deswegen, da sehen wir uns bestimmt mal, weil ich mag sehr gerne die österreichischen Weine und gerade Steiermark und Wachau ist so mein Thema. Ja, toll. Okay, das nennt man Neukundengewinnung. Nach welchen Kriterien stellen Sie Ihr Sortiment denn zusammen und welche Weine wollen Sie Ihren Kunden da anbieten? Wie viele verschiedene Weine hat denn Ihr Weinkontor jetzt so im Sortiment? Wir haben so etwa 250 verschiedene Weine momentan im Sortiment. Das variiert immer so ein bisschen. Aktuell sind einige Weine ausverkauft, die zum Herbstgeschäft dann wiederkommen. Mhm. Aber die haben wir sozusagen momentan im Rennen. Und wir suchen natürlich Weine, die etwas von ihrer Herkunft erzählen. Die Handschrift des Winzers. Die Franzosen haben diesen Fachbegriff Terroir, wo die Rebsorte, der Boden, das Klima, der Winzer einen Einfluss nehmen auf die verschiedenen Weine, sodass wir schon versuchen, sehr unterschiedliche Weine auch den Kunden anzubieten, um eine große Vielfalt zu erzielen. Viele Menschen denken ja, dass der Fachhandel, das wäre nur sowas so für Wohlhabende, da es dort nur Spitzenweine gibt zu entsprechenden Preisen. Aber in Wirklichkeit ist es ja dann doch ein bisschen anders. Was kostet denn bei Ihnen eine Flasche Wein? In welcher Spanne bewegen wir uns da? Das geht aktuell los mit einem Rotwein aus Südfrankreich für 6,50 Euro. Oh. Ja, super Preis. Rosé aus Languedoc 6,80. Weine, die so 5 Euro kosten, haben wir gemerkt, dass die bei unseren Kunden nicht so gut ankommen, weil man dann vermutet, dass es nicht so eine gute Qualität hat. Und letztendlich dadurch, dass wir alles direkt importieren und die Weine auch kennen, haben wir halt auch ein gutes Preis-Qualitäts-Verhältnis bei den Weinen. Und Weine aus Deutschland geht los bei 7,40 Euro aus der Pfalz, ein Weingut. Wo endet das dann?
Okay. Ja, alles hat sein Ende, aber 200 Euro oder ja. Ja, so. Okay, eben. Das sind wir dann so Bordeaux, Burgund oder... Einen teuren Champagner, ja, genau. Ja. Aber das ist viel Liebhaberei von den Kunden und das vorzuhalten ist natürlich... Ja. Eher schwierig. Wobei man ja jetzt sagen könnte, Sie kaufen einfach einen Wein für 5 Euro ein, schlagen 2 Euro drauf und sagen, das ist ein gutes Produkt und schon funktioniert das. Sie haben eine schöne Preisspanne und die Winzer haben einen guten Abverkauf und keiner merkt, dass das für 5 Euro doch ein tolles Produkt ist, oder? Ja, ja. Also haben wir auch. Nein, Spaß beiseite. Nächste Frage von mir, was mich auch interessiert und bestimmt auch unsere Hörer. Oft kostet der Wein im Handel nicht viel mehr, beziehungsweise ist genauso teuer wie beim Winzer. Wie funktioniert das denn? Das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass wir als Händler mehr einkaufen, in der Regel als Privatpersonen am Weingut. Und natürlich auch eine Kontinuität mit den Weingütern aufbauen, sodass wir denen auch eine gewisse Absatzmenge garantieren. Okay, also Rabattierung gibt es da? Da gibt es Rabattierung, genau. Mhm. Und bei den deutschen Weingütern haben sich viele dann irgendwann auch entschieden, ein größeres Fachhandelskonzept anzubieten. Das heißt, der Abhofverkauf steigt dann, sodass wir auch mit einer Marge leben können, dass wir die zum Weingutspreis dann auch verkaufen können. Toll. Ja, also Fachgeschäfte in allen Branchen stehen ja für gute Beratung und Kundenservice. Das ist ja deren Prä. Und das ist ja dann auch im Weinfachhandel nicht anders. Im Supermarkt oder beim Internetkauf kann ich die Weine vorab beispielsweise nicht probieren. Das ist schlechterdings nicht möglich. Wie sieht das denn bei Ihnen aus? Wir haben eine Verkostungstheke. Da können die Kunden so die Alltagsweine, sage ich mal, so bis 10 Euro ja. oder 12 Euro bei uns auch verkosten. Das ist auch eine gute Gelegenheit für uns, mit den Kunden ins Gespräch zu kommen, zu sehen, welche geschmackliche Richtung sie suchen. Was kommt an? Ja. Was kommt an und kann entsprechend dann beraten, wenn der ein oder andere Wein nicht geschmeckt hat. Das ist das eine. Das andere ist, ich biete Weinseminare an, heißt Spaß am Wein. Ja, die Seminar klingt Spaß jetzt ein bisschen Wein, akademisch, ja. aber genau, es heißt Spaß am Wein. Dann verkoste ich mit den Kunden in lockerer Atmosphäre verschiedene Weine und es kommt sehr, sehr gut an. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, dann machen wir E-Mail-Aussendungen für die Kunden, also noch so altmodisch, ja, nicht über Social Media, wo wir ein bisschen versuchen, Kundenbindungen zu bekommen. Das ist durchaus sympathisch. Also der Rennen und ich, wir sind ja auch nicht mehr die Allerjüngsten. Und wir können damit sehr gut was anfangen. Also wenn mal jetzt eben mal nicht was über Social Media passiert. Ja. Nein, vor allen Dingen, man hat es auf dem Rechner und da gibt es ja bestimmt dann auch Angebote und vielleicht gibt es auch kleine Geschichten, dass man sagt, wir waren jetzt gerade unterwegs und haben da einen neuen Winzer kennengelernt. Storytelling ist ja ganz wichtig. Genau, das ist dann so eigentlich, wie wir uns jetzt auch unterhalten, ja. mache ich das halt in einer schriftlichen Form und es kommt wirklich gut an, dass die Kunden mehr Informationen zu den Weingütern, Anekdoten bekommen. Also gute Überleitung, denn wie wir alle wissen, der Kunde ist heute ein flüchtiges Gut, das wissen auch die Winzer. Die Zeiten, in denen Menschen ein Leben lang Wein bei ihrem Winzer kauften, sind vorbei. Wie ist das denn im Handel? Was tun Sie, um Stammkunden zu halten und wie sieht das aus mit der Neukundengewinnung? Neukundengewinnung ist natürlich ein ganz schwieriges Projekt. Letztendlich läuft das auch so, wie man die Stammkunden gebunden hat, über Weiterempfehlungen. Mhm. Wir haben zum Beispiel, als wir das Geschäft geöffnet haben, haben wir so Werbeflyer über die Post verteilen lassen in die Briefkästen. Teilweise kamen die Kunden dann erst nach einem Jahr und hatten sich das aufgehoben. Was? Okay. Manchmal erlebt man lustige Sachen. Ja, genau. Oder? Sie hatten da übrigens vor 12 Monaten 30% Angebot. Ist das Angebot noch nutzbar? Irre. Und Stammkunden dadurch, dass man ein Magazin mitgibt oder auch mal eine Probeflasche mitgibt und wir ab und an auch mal Veranstaltungen machen. Also zum 10-jährigen Jubiläum haben wir dann ein großes Fest gefeiert und mit den Kunden zusammen. Mit Speckfact Memories? Sie sagen. Das heißt also, Stammkunden gibt es ja auch noch bei den Winzern, aber bei den Winzern ist es ja wirklich so, das höre ich immer wieder, so dass, sagen wir mal, von Generation zu Generation, der Großvater hat schon da gekauft, der Vater und jetzt dann weitergegeben. Das ist ja heutzutage häufig nicht mehr so, weil es ein großes Angebot gibt. Ja. Das ist richtig. Wie ist es im Fachhandel? Im Fachhandel ist natürlich, dass wir den Vorteil haben, viele verschiedene Weine anzubieten. Mhm. Oder der Winzer kann natürlich nur sein Sortiment verkaufen. Mhm. Sicherlich gucken die Kunden auch, wo es andere Weine gibt, der Online-Vertrieb. Bin mir sicher, dass unsere Kunden nicht ausschließlich bei uns Wein kaufen. Aber der direkte Bezug zum Kunden vor Ort im Gespräch, ich koche sehr gerne. Wir geben Empfehlungen für Wein- und Speisenberatung. Und Feinkostsortiment haben wir ein kleines, sodass wir da die Kunden auch mit diesen Dingen auch schön bedienen. Sieht man ja auch ab und zu mal beim perfekten Dinner, wo die Leute dann zu ihrem Weinfachhändler kommen und sagen, ja, ich habe heute da was Tolles und wie sieht das aus? Also finde ich gut.
war auch so mein Prä, als ich noch so ein bisschen mit Wein gehandelt habe, dass ich gesagt habe, Leute, wenn ihr eine Party habt oder ein Menü oder ein Essen, dann fragt mich und ich kann euch da Tipps geben und ihr könnt es auch probieren. Genau. Wir bieten ja auch zum Beispiel Kommission an, das heißt, wer eine große Feier macht, holt die Weine erstmal ab auf Lieferschein und was er nicht verbraucht, was er verbraucht, möchte. Genau, ja, also ja. Das ist, da sind wir eigentlich wahnsinnig flexibel. Das ist der Unterschied zum Onlinehandel, der das alles so nicht anbieten kann. Ne? Bin da für vieles offen. Ja. Also. Auch das wieder ein tolles Stichwort. Da wollte ich auch nochmal eine Frage loswerden zu Frau Häuser, nämlich gerade so in der schwierigen Zeit, die wir jetzt alle beschleben, ja, mit den verschiedenen Krisen, die wir erfahren müssen, ist die Situation im stationären Fachhandel ja generell schwierig, ja. Nicht nur in Ihrem Bereich, sondern ich denke, das trifft alle Händler oder viele Händler, ist es ja so. Dann gibt es die Supermärkte, die Konkurrenz sind, aber und Discounter, aber vor allem immer noch, also im verstärktem Maße, das höre ich auch von anderen Branchen im Handel, der Internethandel. Wie behauptet sich der Weinfachhandel gegen diese Konkurrenz? Indem wir natürlich den persönlichen Kontakt mit den Kunden haben. Ja. Wir haben jetzt auch keinen Online-Shop. Ich versende trotzdem weltweit Weine. Ja. Ist gar kein Problem. Wir haben Präsenzservice etc. Ja. Während der Corona-Pandemie haben wir halt gemerkt, dass natürlich generell der Online-Handel geboomt hat. Wir jetzt aber auch nicht sehr darunter gelitten haben, weil der Lebensmittelhandel ja systemrelevant war. Das heißt, Sie haben geöffnet während des Lockdowns? Genau, es ist natürlich kaum jemand gekommen, aber wir haben gesagt, unsere Geschäftsgrundlage ist ja weiterhin da. Ja. Und statt jetzt alles in Pakete zu packen und das dem Paketboten mitzugeben, haben wir das Auto vollgeladen und haben die Bestellungen an unsere Kunden direkt geliefert, so wie wir das jetzt noch in... Wie nett. Genau, das war sehr, sehr nett. Also mit Distanz vor der Haustür Rechnung dazugelegt. Vollkommen unkompliziert. Und wer kriegt nicht gerne Weinlieferungen? Sie sagen es. Von den Seiten, wo es nicht so schön war. Ja, wunderbar, wunderbar. Ja, wie wichtig sind denn dabei Auszeichnungen wie jene der Zeitschrift Feinschmecker, die ihr Weinkonsort zu den 600 besten Weinläden in Deutschland zählt? Das muss einem doch runtergehen wie Öl. Macht sich sowas bemerkbar und gibt es da Kundenfeedback, die dann kommen und sagen, ach, Sie sind da beim Feinschmecker gelistet, Sie sind ein guter Laden? Also zum einen hat es uns natürlich gefreut, dass wir mit ausgezeichnet wurden. Und es ist eine Bestätigung letztendlich für die Kunden, die wir haben, dass sie jetzt an dem richtigen Ort sind. Ja. Über Neukunden ist das, glaube ich, schwierig. Also letztendlich ist der Fachhandel natürlich immer noch ein Spezialgeschäft. Ja. Wir haben natürlich auch Laufkundschaft, Touristen, wir sind ja mitten in der Innenstadt. Aber so Auszeichnungen sind schön, freut sich jeder drüber. Aber im Neukundengeschäft wird das nicht so richtig. Da fällt mir gerade noch was spontan ein, um mal reinzukrätschen. Die Altersstruktur. Gibt es sehr viele junge Menschen, die zu Ihnen in den Laden kommen, weil die doch eher internetaffin sind, sage ich jetzt mal? Ja, aber die gerne in der Stadt einkaufen, vom Markt kommen, gerne bei uns vorbeikommen, kochen, essen, auch schon im jungen Alter viele Leidenschaft haben. Da wird vielleicht nicht so die Menge gekauft wie in einem Klientel, sage ich mal, über 40. Die so ihre Weine gefunden haben. Genau, da sind viele sehr neugierig. Es sind ja auch einige Studenten aus Geisenheim, die in Wiesbaden wohnen. Ah, und die kommen auch teilweise, weil sie besondere Weine suchen für ihre Tastings an der Uni. Und darüber kriegt man auch immer ein bisschen Kontakt mit jungen Leuten. Also das ist, vor allen Dingen, das ist ja dann auch fachlich, die sind ja dann die Geisenheimer Studenten, die sind ja auf der Höhe. Ja, also. Genau, die fragen dann natürlich immer auch so besonderen Sachen, vielleicht Wein aus Tibet. Und Nepal. Nepal, Entschuldigung. Da muss man natürlich dann passen. Genau, da müssen Sie dann ran. Ja. Sie haben Weine aus dem Rheingau, aus Rheinhessen und anderen deutschen Anbaugebieten, aber auch aus Frankreich, Italien, Spanien, Österreich und Portugal. Das ist ein ziemlich weites, aber auch ein sehr genussvolles Terrain, wie ich finde. Welche Weine trinken Sie denn gerne? Alle Weine, die wir ausgesucht haben. Mein Mann und ich, wir verkosten alle Weine. Es wird nichts nach Katalog bestellt. Ich meinte jetzt eher so den Weintyp. Vom Weintyp her? Ja. Weinfarbe? Alles. Also Geschmack, also sind Sie eher auf Trocken festgelegt? Ich bin eher klassisch trocken festgelegt, ja. Gebe ich offen zu. Weiß-Rot? Früher vielleicht mehr Rotwein, heutzutage mehr Weißwein auch. Ja. Okay. Das hängt natürlich auch immer davon ab, was es zum Abendessen gibt. Also es wird dann entsprechend ausgewählt. Okay, also prima. Schon große Leidenschaft auch für Schaumweine, aber ganz ehrlich gesagt,
da lasse ich mich jetzt nicht wirklich. Gut. Süßweine nicht so wirklich gerne. Wirklich trocken. Gut. Ja. Okay, dann hätten wir das auch geklärt, weil nämlich das ist eine gute Überleitung jetzt zu einer Geschichte, die durch die alle unsere Studiogäste durch müssen. Und worum es sich da handelt, sagt jetzt der René. Ja, es geht wie immer um die Schnellantwortrunde. Also wir stellen Ihnen drei Fragen, nicht lange überlegen, sofort antworten. Die erste ist die Frage nach deiner Lieblingsrebsorte. Gibt es die bei Ihnen? Chardonnay. Chardonnay. Okay. Ah, das erklärt jetzt gleich noch was. Ja, Lieblingsweinort oder Region? Region Burgund. Ha, okay. Mm-mm. Lieblingsspeise? Tomatentart. Tomatentart, das ist außergewöhnlich. Das hatten wir noch nie gehabt. Nein, das ist sehr außergewöhnlich. Grandios. Hier ist sie wieder. Wie in jeder Woche unsere Weinentdeckung für euch. Das ist ja der Wahnsinn! Simone Häuser hat ganz bewusst einen Brückenschlag über den Rhein vollzogen und uns einen 2021er Chardonnay vom Kalkstein aus dem rheinhessischen Weingut Milch in Monsheim vorgeschlagen. Genau, und ich freue mich schon auf den Milchwein. Betriebsleiter und Kellermeister ist Karl Hermann Milch. Und Tom, soll ich dir was sagen? Ohne dass es jetzt konkret belegen kann, der Wein wird uns saugut schmecken, denn Milch ist von der Ausbildung Weinbautechniker. Genau, mit Abschluss in Bad Kreuznach. Sehr gut. 13 Hektar groß ist die Betriebsfläche des Weingutes. Schwerpunkt der Rebsorten ist mit 53% der Chardonnay, man höre und staune. 53%, ja. Also mehr als die Hälfte, das also, ist schon das ist, einzigartig. Ja, wollte ich gerade sagen. Und es wundert also wirklich gar nicht, dass der Betrieb ganz unterschiedliche Eskalationsstufen in dieser Rebsorte eben anbietet. Genau, weiß keiner besser als ich, denn ich war bei der Maxime Obentour dabei und habe Milch auf einem Hof mit seinem Wein angetroffen und 4 unterschiedliche Chardonnays probiert. Hammer, kann ich euch sagen. Und nebenan stand Johannes Geil aus Bestheim. Auch nicht die schlechteste Adresse. Und wenn meine Frau nicht irgendwann gesagt hätte, jetzt ist Zeit weiterzuziehen, dann würde ich vermutlich immer noch dort stehen. So kennt man ihn allerdings, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber zurück zum Weingut. Vollreife Trauben, schonende Verarbeitung, überwiegend langsame Spontanvergärung. Die Chardonnays und Grauburgunder vergären und reifen in großen Holzfässern, 1200 Liter, also Stückfässer, und in kleinen Barriques. So wie eben dieser Chardonnay, um den es geht. Genau, und ich sag's jetzt mal so, der Milch macht's. Super, super Wortwitz, jawohl. Ja, René, ich würde sagen, dann lass uns mal in Medias Res gehen. Boah. Also schöne Birne, Melone, Kräuter und Blüten springen einem förmlich an. Ja, und ich finde auch, der hat auch eine sehr schöne, interessante mineralische Note. Mhm. Ja, und auch eine feine Zitrusnote kommt hoch. Ich sag mal so, die 48 Stunden Maischestandzeit haben dem Wein sehr gut getan. So, ja, der Wein ist ja nicht nur zum Riechen, sondern auch zum Schmecken. Dann nehmen wir den mal in den Mund. Ja, am Gaumen fällt erstmal die wunderbare Struktur des Weins auf. Eleganz und die leichte Cremigkeit. Ja, das ist also absolut kein fetter alkoholischer Chardonnay. Das ist eher so der leichtere, elegante Typ, der aufgrund seiner prägnanten Säure sehr frisch und frech rüberkommt, finde ich. Ja, und hier haben wir auch wieder die Birne, die Kräuter, vielleicht auch noch einen kleinen Tick Honig, kurz und knapp geschliffene Eleganz. Ja, ich finde auch gerade dieses eine Wort, Eleganz, das passt super auf diesen Chardonnay. Und da muss man ja sagen, das ist die kleine Eskalationsstufe. Und die ist schon so sensationell gut. Ja. Und da ist es wirklich so. Also wenn jemand 53% Chardonnay im Anbau hat, weiß er, wie die Wurst Spezialist und Experte und genau. Der weiß, wie es geht. Ja, René, meine allwöchentliche Frage, was essen wir dazu? Also der Wein schreit für mich geradezu nach Fisch. Ich finde ein schöner Seeteufel auf Spitzkohlen mit ein paar Pfifferlingen und einer schönen Beurre Blanc ist bestimmt eine sehr schöne Kombi. Hört sich sehr genussvoll an. Genau. Technische Daten wie immer. 13 Volumenprozent Alkohol, Restzucker 5,5 Gramm je Liter, Säure 7,2 Gramm je Liter und der Preis sensationelle 8,70 Euro, sowohl ab Gut als auch im Weinkontor Wiesbaden. Auch wenn wir eingangs festgestellt haben, lieber René, dass wir unseren Wein in der Regel beim Winzer kaufen, weil wir mitten in einer großen Weinregion leben, kaufe ich doch immer wieder mal auch im Fachhandel.
Beispielsweise, wenn ich Neues entdecken will und dabei die Katze nicht im Sack kaufen will. Ja, das habe ich natürlich genau aus diesem Grund auch schon gemacht, wobei ich den stationären Fachhandel dem im Internet natürlich vorziehe. Dito, das heißt jetzt natürlich nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, dass die einschlägigen Online-Vertriebe keine guten Weine anbieten. Nein, auf absolut nicht. Aber ich bin generell nicht so der Internetkäufer, das mag auch an meinem Lebensalter liegen. Ja, ich denke, das ist sicherlich auch ein Stück weit heute eine Generationsfrage, wobei die Frau Häuser ja gesagt hat, dass sie auch, und das freut mich sehr, jüngeres Publikum hat, die vorbeikommen und auswählen und sich beraten lassen. Ich beispielsweise kaufe auch deshalb im stationären Fachhandel, und zwar nicht nur Wein, weil ich möchte, dass die Geschäfte erhalten bleiben. Leerstände haben wir überall schon, weiß Gott, genug. Da sagst du was Wahres, aber mittlerweile muss ich sagen, gibt es auch ganz viele stationäre Läden, die auch einen Online-Vertrieb haben. Das gilt beispielsweise für den Weinkeller der BASF. Mit über 2000 Weinen aus aller Welt ist das auch einer der größten Weinhändler der Republik. Diese Weine kann man in Ludwigshafen am Stammsitz des Chemiekonzerns im Weinladen kaufen oder eben über den Online-Shop bestellen. Aber jetzt mal was anderes, 2000 Weine, da braucht man schon mal 2-3 Tage. Allerdings, vielleicht sogar 4. Ja, da machen wir uns jetzt mal auf den Weg nach Ludwigshafen. Ja, oder fahren aber über Wiesbaden. Ich wollte gerade sagen, wir fahren erstmal über Wiesbaden, weil ich glaube, das wird ein ganz netter Abend mit der Frau Häuser. Damit wären wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Freitag geht es um 16 Uhr weiter. Ihr wisst Bescheid. Und dann geht es um das Thema St. Laurent. Das ist ein Rotwein für diejenigen, die es nicht wissen. Aha. Und nicht vergessen, Fragen und Anregungen gerne per Mail an weinmal1@vrm.de. Tschüss. Tschüss, macht's gut, bis nächste Woche. Weinmal1 ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion Thomas Ehlke und René Hart. Produktion Theresa Eickhoff. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.